Marlon, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler des Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind Sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an echte Profis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U, Hard auf Hard. Booyah! In der letzten Folge haben wir mit Mr. Game & Watch ein bisschen gefehlt. Jetzt machen wir 1 gegen 1 mit einem neuen Charakter nach Wahl. Ich habe mir noch nicht überlegt, wen wir nehmen. Um ganz ehrlich zu sein, aber wird schon was einfallen. Wen haben wir denn hier noch? Nehmen wir, weiß ich nicht. Nehmen wir ihn ja. Den habe ich auch früher oft gespielt. Ja. Bams, Kevin. Schon mal gegen den gekämpft? Ich glaube ja. Obwohl, er kann auch einfach nur Kevin heißen. Mal gucken, ob ich diesmal ein bisschen mehr Glück habe. Ich glaube ja nicht. Oh, ein Falken gegen einen Falke. Wo willst du hin? Ma. Ja, schon wieder am Ruckeln hier. Ich krieg mal voll auf die Fresse. So. Hat gar geklappt. Boah, kannst du auch was anderes. Schon wieder auf die Fresse, wie doof, ey. Kann ich auch hier. Wie? Ah! Hat das weh? Krieg er übelst auf die Fresse, ja. Alter. Wir sind fast so gut wie ich mit Captain Falcon. Bams. Warte, so und so was läuft da rein. Ja. Wir alle versuchen hier Dinge zu machen, ne? Ja, das ist. Den mache ich auch mal besser. Das ist so merkwürdig, dass er immer so versetzt ist während der Internetverbindung. Aber darauf kann ich es ja nicht die ganze Zeit schieben, ne? Doch, es liegt an dem Gockel. Es liegt am Gockel. Aha. Nächster Gegner. So, diesmal aber ein bisschen erfolgreicher. Kann doch nicht die ganze Zeit so weitergehen. Ich möchte noch mal gewinnen. Tuska, was? Tschuka, Kratos, ILM, okay. Und jetzt habe ich echt was drauf. Oder ich bin einfach nur schlecht. Das kann natürlich auch sein, ne? Weil wir wollen ja nicht das Unmögliche hier aussprechen. Und Pikachu. Alter! Alter! Ich glaube, Spinne. Ja. Ah. Ich glaube, ich werde hier schon mit den ganzen Profis gepaart. Oder ich bin einfach nur wirklich so schlecht. Geschossen. Ma. Ma. Aber bloß nicht damit, ey. Weiß auch, wie früher alle mal online gespammt haben. Also bei der Wii-Version. Nein. Ey, genau verfasse.
Ich kann mal gern ein Leben heute abziehen, wenn es geht. So. Das macht er natürlich auch. Ja. Ja. Vor allem, man hört immer, wie ich hier so mit dem Control abgehe, ne? Aber das bringt nichts. Da tauntet mich doch schon hier. Ich gehe nicht raus. Nein, das hätte ja nicht sein dürfen, ne? Wenn ihr die Fresse. Das war doof, ja. Ich habe noch kein einziges Leben abgezogen. Was soll das? Ja. Nach diesen zwei Kämpfen möchte ich nur wieder auf mein Intro zurückweisen. So, alles erklärt wird jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand hier kommt und sagt, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der schlecht ist. Aber naja. Deshalb habe ich auch noch niemanden getroffen, der irgendwie alleine weggeht. Immerhin muss ich derjenige sein, der aus dem Kampf ausgeht. Mann, macht es mir noch nicht so schwer. So, wer kommt denn hier? So ein Kampf würde ich mal gern gewinnen. Mr. Free. What? Gott, das ist gruselig. Schwer in die Level? So, jetzt einmal einen Sieg mal wieder, wenn es geht. Sollte mal meine Statistik was auf, und da werde ich bestimmt vorhin Schreck bekommen. Hey. Nicht aufladen. Kann er sogar das ausweichen? Pff, wie schmerzhaft immer dieser Schuss klingt. Der hat mich aber bestimmt auch locker raus irgendwann. Wenn ich Pech habe. Warte mal. Na, das war sehr scheiße. Nix da. Aber ich hab's irgendwie geschafft. Was? Okay. Gut. Ah. Warum will er mich denn jetzt schon mit Smash-Angriffen aushauen? So schnell fliege ich auch nicht raus. Sagt er, so schnell fliege ich nicht mit dem Smash-Angriff raus. Okay, hoffentlich gewinne ich den Kampf hier. Ey, der spammt ja die ganze Zeit Smash-Angriffe. Und der trifft mich damit. Tisch! Tisch! Weißt du, bei solchen Aktionen sieht man, dass ich doch ein bisschen was kann, oder? Da muss man mir doch mal zugestehen, ich kann auch was. Jedenfalls auf dem Niveau. Au! Ja, da bin ich reingelaufen. Wie? Hi. Versucht mich auch die ganze Zeit mit den festen Angriffen hier wegzuhauen, habe ich das Gefühl. Mich überhaupt nicht so zu schwächen. Wie? Ja,
wenn ich jetzt noch verliere, ne? Ein bisschen peinlich. Okay. Das war komisch. Aber der hat die ganze Zeit Smash angefangen, die ganze Zeit. Bisschen aufgeladenen Schlag. Okay. Ja, muss nicht. Einen Kampf habe ich gewonnen. Ich fühle mich wie was Besonderes. Na, lasst mir auch meinen Sieg. Weil die ganzen Smash Bros. Puff, die facepalmen sich hier schon zu Tode. Sind sie irgendwie schon so blutig geschlagen. Und ja, kann ich verstehen. Kann ich echt verstehen. Oh, lass mir das auf Final Destination. Das ist ein guter Film. So. Gegen wen jetzt? Oh nein, nicht Sheik. Nicht Sheik. Nicht von allen Charakteren Sheik. Wird böse. Ich weiß nicht, gegen wie man gegen die 50 kämpfen soll. Ja. Du auch. Machst du da? Ah. Was hat denn für ein Kampf, ey? Der gewinnt aber auch damit, oder die, nee, andere ist ein R. Alter, spielt man Sheik so? Die ganze Zeit mit dem Angriff hier vortäuschen. Dich. Oh Mann. Mit Sheik habe ich echt Probleme, auch die zu spielen, ey. Oder ihn. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein er oder ein sie ist. Egal, was mir irgendjemand erklärt, ich werde es trotzdem nicht glauben. Damit ihr es wisst, wie hier, hey, was hat hier am Legen? Hey, war nicht geplant, aber okay. Tschüss, meine Güte, zack, pff. Soll ich auch mal öfter machen, genau. Düff. Schade. Ach, schade. Also, wer kommt mit deinen? Hey. Wutsch. Na. Das war, glaube ich, dein Untergang. Ja. Habe ich nur gesehen, wie sie an dem Faden gezogen hat, während sie heruntergefallen ist. Oder er, ich weiß es nicht. Erklärt mir nicht, ich werde es nicht glauben. Ich werde immer meinen eigenen Glauben hier vertreten. Mit Sheik. Vor allem, ich glaube, das ist doch Zelda, als sie noch verkleidet waren, ne? Ich habe ja nie Zelda gespielt, aber ich glaube, das ist doch Zelda, die verkleidet war als Sheik. Als ein er, ne? Also ist sowieso jede Erklärung nutzlos, weil es ist sowohl sie als auch ein er. Was das alles nur noch merkwürdiger macht. Und oh Gott, Schulk, bitte nicht. Den habe ich bis jetzt immer hier verloren bei diesen Sessions. Ah, Schulk Kaneki. Ach so, von Tokyo Ghoul. Ich verstehe. Oh nee. Je nach an den Charakteren, welche Level man bekommt, ich glaube nämlich langsam schon. Vorhin habe ich zweimal Star Fox. Jetzt habe ich Gao-Ebenen. Oder wie? Ja, ich sehe, du willst mich grabben.
Mache ich aber nicht. So, dazu kontern. Und oh, übel Slacks. Duff. Meine Güte, sind das Lex. Jetzt kann er aber nicht auf die Lex hier schieben, oder wenn er verlieren würde. Weil ich habe ja diese Lex auch, ne? Mann, ich treffe ihn mit meinem Fuß nicht. Bams hier. Oh, ich liebe die Musik. Okay. Meine Güte. Frag mich nicht, was die ganzen Moves von Schuld machen. Ich glaube, Smash haut am weitesten weg, aber ich weiß nicht, was. Ja, und da stürzt gleich die Internetverbindung ab, habe ich das Gefühl. Boah, guckt euch das an. In Zeitlupe. So, jetzt läuft's wieder. Au. Ich dachte, ich habe wieder einen Sprung, aber hatte ich anscheinend nicht. Ja, du fühlst es, ich weiß. Ich fühl's auch. Wer so wegen so einem Dreck hier am Verlieren, habe ich das Gefühl. Pistisch. So haut man nicht mit dem Schwert zu. Oh nee, jetzt kommt er mit Konter auch noch. Oh, ist ein geiler Leck. Ja, ich wusste, dass du das als nächstes machst, als du in der Luft warst. Ja, daneben. Tschüss. Da waren mal ein paar krasse Lecks. Aber dreimal gewonnen. Da darf man mir Out nicht vergönnen, oder? Vielleicht hat aber auch an den Gegnern. Tschüss. Oh, okay. Dann kann ich auch drin bleiben. Wer ist der nächste Gegner? Mauri. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, ganz genau. Nee, warte mal. Ja, ganz enorm. Ja, keine Ahnung. Nein, wenn jetzt Mega Man kommt, ne? Bitte nicht Mega Man. Nein. Okay, Link. Ich habe zum Glück ein Schild, das heißt, ich kann oft meine Projektile zurückwerfen. Schon im Nahkampf kommen mit mir. Okay, dann mach mal einen Fernkampf eben. Ganz schön oft abwarten hier. Ja, sehr schön. Ha. Tschüss. Mein Gott, wieder hier voll abwarten ist die ganze Zeit. Das klappt auch noch. Dein Link ist nicht so gut wie mein Link. Das ist eine Lüge und ich weiß es. Bams! Sag doch, der Angriff ist leicht auszuweichen.
Ich weiß, der Angriff ist wirklich so zum Weghauen gedacht. Nein, das wäre es beinahe gewesen. Mir ist aber aufgefallen, immer wenn ich näher komme, habe ich so das Gefühl, der tut sich hinter mir packen. Falsche Richtung. Kenne ich mit meinem Link, wo ich die ganze Zeit mit dem Pfeil daneben gehauen habe. Nein, verdammt. Nein, ich lasse mich davon treffen. Und das war's. Ja. Ah. Dreck. Ah, flieg doch mal. Ach, verdammt, der Dreck. Na, genau das meine ich. Ich krieg ihn nicht. Mann, ich flieg doch mal raus. So. Hätt mich. Jetzt ein bisschen auch im Fernkampf gehen. Für Staring Contest ist das hier die meiste Zeit. Er kommt immer hinter mir und setzt das ein. Nein, ich habe sogar in die Richtung geschlagen. Mann, hör auf damit. Eine blöde Kette. Oh, der haut mal seine Bombe raus. Das ist ja toll, Land. Tschüss. Also nicht tschüss, aber hat er getan, glaube ich. Das könnte in sein Untergang werden, wenn er die ganze Zeit macht. Da will ich mir halt nur einen. Und das war's. Nein! Bing. Das war ein langatmiger Kampf. Ja. Ich glaube, ich habe 3 verloren, 3 gewonnen. Ey, das ist doch nicht so schlecht. Das war ein sehr merkwürdiger Kampf. Keiner von uns war richtig so gut. Aber egal. Dann beende ich mal hier den Part. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann mit einem neuen Charakter wieder. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ich meine, tschüss, bis zur nächsten Folge.